begrüßt. Ja. Es geht ja weiter und zwar mit Tabor, ne? Also dem Löwenjäger mit seinen beiden Kumpels. Da fragen wir nochmal, ob wir was für ihn tun können, nicht wahr? Kann ich etwas für euch tun? Da du mich so fragst. Etwas könntest du tatsächlich für uns tun. Was ist es? Löwenjagen. Unser Proviant geht zu Neige. Wir brauchen mindestens noch 3 Fässer Wasser, 5 Sack Mehl und 12 Fleischkeulen. Ui. Habe ich richtig gehört? Fleischkeulen? Ja, auch Fleischkeulen. Obwohl es hier genug Löwen gibt. Doch ehrlich gesagt ist uns Löwenfleisch doch etwas zu zäh. Gehe daher zum Ziegenmetzger Taras in Ugar und kaufe bei diesem gebratenes Ziegenfleisch. Und wenn du schon bei ihm bist, kannst du uns auch noch 5 Stück Kiesensäge bringen. Aber keine abgeschnittenen Stücke. Ach ja, etwas Ziegenmilch wäre auch nicht schlecht. Sagen wir 5 Flaschen. Das Ganze wird dich etwa 950 Goldstücke kosten. Wenn du uns alles besorgst, würde ich dir aber insgesamt 1100 Goldstücke für die Waren geben. Also, sieh zu, dass du deine Sachen günstig bekommen kannst. Umso größer ist dann dein Gewinn. Und komm nicht auf den Gedanken, uns alles einzeln lang zu schleppen, sondern bring uns alles auf einmal, klar? Hat der echt Käsenziege gesagt? Oder habe ich mich da verhört? Müsste ich im Schnitt nochmal später. Bist du bekloppt? Wieso kann ich denn... Ich habe doch schon so viel. Aber Fleischkeulen? Nur von Ziegen? Dann bin ich auf den Löwenjäger Tabor und seine Leute gestoßen. Er bat mich, für ihn Proviant zu besorgen. Tabor braucht 3 Fässer Wasser, habe ich doch. 5 Sack Mehl habe ich auch. Dann soll ich für ihn zum Ziegenmetzger Taras in Uga, ja, den kennen wir, 12 gebratene Ziegenfleischkeulen, also Ziegenfleischkeulen, und 5 Stücke Ziegenkäse, allerdings keinen angeschnittenen, bringen. Zu guter Letzt möchte Tabor noch Ziegenmilch, die ich ebenfalls bei Taras bekommen kann. 5 Eimer oder Flaschen sollten genügen. Ja, ich habe, glaube ich, nur 4 oder sowas. Ey, das ist doch wieder mal ein Unding. Hier, 3 Ziegenmilche. Ja, Ziegenkäse, ich müsste jetzt hier 5 angeschnittene. Leute, also da muss ich jetzt also dahin. Und wie kommt. Und dann darf ich wieder, was weiß ich, das ganze Stück, oder gibt's hier irgendwo. Warte mal. Handeln? Nein. Gibt's hier irgendwo versteckt eine Rune, bitte? So. Ich werde mal speichern. So, dann klauen wir mal hier die Milch und den Honig. Dann haben wir noch den Schinkana und den Käse. Lecker Käse, aber es ist leider nicht den Ziegenkäse oder den Käsenziege, ja, wie Tabor so gesagt hat. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Haben wir eventuell noch, jetzt bin ich selber auch noch in diesem schweizerdeutschen Akzent. Ja. Ja, aber bin ich froh, dass es hier noch einige freiwillige Specher gibt. Ja. So, nur Betten, aber keiner hat irgendwie mal einen Positionsstein oder sowas. Also einen Runenstein. Aber da hinten sind ja so. Was sind hell? Was sind das? Vielleicht ist da was. Was gibt's denn noch hier in der Umgebung? Ja, nur die Löwen. Kann ich auch wieder im Offen machen. Ich gehe mal erstmal hier komisch scouten. Hier sind noch Löwen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keinen Runenstein gibt, der uns in die Oase bringt. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Warum ist das nicht so? Ich weiß es nicht. Ha? Ja, da sind wieder Löwen, ne? Hehe. Da muss ich latschen, hm? Oder habe ich doch einen... Habe ich das irgendwie übersehen? Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich richtig reden. So, das ist Talasch dort, Beliaturm. Das ist Batara. Das ist Pass von Ishtar, Nemrosh Orklager. Stadt Uga. Ja, da kann ich direkt hin. So, unbekannter Teleport, den habe ich auch schon ausprobiert. Aber voran, Teleport zur Pyramide. Ja, ich, entweder ich gehe nochmal da hinten gucken bei den Ruinen und später mal die Löwchen fertig machen. Später. Erstmal ein bisschen hier, noch ein bisschen. Ach. 50 Lernpunkte habe ich jetzt.
So, vielleicht kann ich ja mich irgendwie vorbeischleuchen. Ja. Und zwar an den Löwen und Löwinnen. Ja. Müssen ja gerecht bleiben. Die süßen Raubkätzchen uns nicht an die Pelle pellen. So. Nee, ich glaube, das kennen wir. Oder? Ja, nach Uga ist mir klar, aber was ist denn das für eine große Flyer-Fläche? Ja. Dann gucken wir uns erstmal hier um. Vielleicht gibt es ja hier noch. Ah ja, okay. Hier gibt es ja diese. Snappy, Snazer, Razor, Blazer, Crazer. Ja, gucken wir erstmal, ob wir hier mal unseren Bogen mal ein bisschen besser. Ne, ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt nur einer oder sind es noch mehrere? Wird natürlich gleich gezeigt werden. Wüsten-Snabbe. Ja, da ist er schon am Ankommen. Mehr los. Ah, okay, er hat mich ein bisschen angebissen. Der Wüste-Snapper. Und dann werden wir auch mal gleich mal was zu sterben. Ah, mal zur Info hier mal 10 Ziegenfleischkeulen haben wir hier. Aber die ist ja gebraten. Das heißt, ich brauche Rohl oder habe ich das jetzt alles falsch mitverstanden? Butlerfleisch nochmal essen. Naja gut, okay. Sollte erstmal bis hierhin reichen. Man muss ja nicht mal bis zum Anschlag. Ich voll fressen, ey. Da hinten sind ja noch mehrere von denen. Das sind ja wieder viele. Ja, erstmal hier das Gebäude untersuchen, falls. Moment mal, habe ich die eigentlich gelootet? Nicht zu plündern. Yep. Ja, das mag zwar ein bisschen komisch sein, wenn ich Schnitte mache oder ich mache mal kurz Pause. Und dann ist mein Kurzzeitgedächtnis ist da. Ah, da ist was drin. Okay. Dass mein Kurzzeitgedächtnis also dann wieder weg ist und ich dann halt eben, wenn ich mal Pause mache, dann doch nicht mehr so ganz weiß. Aslan? Aslan? Wieso heißt der Löwe Aslan? Ne, den lasse ich in Ruhe. Da hinten sind ganz viele. Also warum heißt der Aslan bitte sehr? Aslan. Nachher ist das der gezähmte Löwe vom Tabor. Okay, Aslan. Ich weiß es nicht. Also Tiere, die einen Namen haben, das ist Gestein aus gesegneter Erde. Was ist das denn heute Neues? Ja, natürlich nicht. Tiere kaputt machen, die einen Namen haben. Das hat ja schon was ziemlich Tierisches. Also, nee. Wie schon gesagt, der hat jetzt da den Dings. Ist er das überhaupt? Ich bin jetzt echt geplättet. Ja, das ist Aslan. Ich kenne nur Grauwolf, also diesen gezähmten Wolf vom. Okay, hier geht's wieder runter. Ich hab. Hört sich mal an, kurz vorm Erbrechen. Sollte wahrscheinlich auch sein, ne? Na, wo bist du, Ork? Ach nee, ist ein verfluchtes Skelett. Hey. Oh, war ja klar, dass da noch einer war, aber. Okay. Ja, und was haben wir denn hier wieder? Ein Trüchen. So. Ein Trüchen. Dann werden wir mal anfangen hier zu. Das ist doch. Na, also so, ein Schlüssel zur Turmruine. Was auch mit dieser Turmruine gemeint ist, ich habe wieder aufgeschrieben. Lotten, Lotta, Karotta, Luten. Ich wieder, ne? Ja, mir geht's auch ein bisschen besser jetzt, weil, Moment mal. Ich wusste es, ich habe doch irgendwie in der Dunkelheit noch was gesehen. Was ist hier noch? Noch ein Gestein aus gesegneter Erde. Was hat's denn damit auf sich? Ich guck mal nach. Da ist er ja. Gestein aus gesegneter Erde. Oh, ne? Schlüssel zur Turmruine. Okay. Ja, das waren die beiden Items, die wir eben gefunden haben. Jetzt gehen wir wieder hoch.
Oh, es ist Nacht. Lasst uns mal ganz schnell ein gute Nacht, Freunde, Ziegenfell ausbreiten, um dann bis zum nächsten Morgen in der schönen Wüstensonne wieder aufzuwachen, damit wir auch ein bisschen was sehen können. Und nicht Nickerchen, oh, war ich wieder zu schnell. Schlafsack aus Ziegenfell. Ja, mach mal hier schön glatt streicheln und bürsten. Ja, Bürste haben wir ja im Inventar, so ausruhen. Und bis zum nächsten Morgen. Sorry für die Verzögerung. Ah, auch das kann passieren. Und dann speichern wir nochmal ab. So. Musik ist wieder da. Okay, das war das Gebäude. Können wir wieder ein bisschen weiter gucken. Hier war ja der Aslan drin. Oder der ist ja noch am Mampfen dahin. Der ist ja immer noch da an dem Teil rum. Und dann gucken wir mal, ob wir die... Na, wie heißen sie denn nochmal? Die Wüsten Snapper, Razor. Nee, Snapper oder Razor. Hm, das sind aber viele. Na. Na. Wir könnten mal gleich... Ach, das ist wahrscheinlich die Turmruine. Ihr könnt mal bitte gleich erzählen, wo ich denn noch bei wem Unwettersprüche kaufen kann. Oh, ich darf den Aslan nicht treffen. Ich darf den Aslan nicht treffen, das ist wichtig. So, hier sind alle hin. Das gehört. Irgendwas habe ich noch getroffen, wahrscheinlich im Turm. Ich loote mal die Wüstensnapper. Das dürfte es hier mit gewesen sein. Hier ist eine Treppe. Ich glaube, was liegt denn hier? Da liegt was. Oh, Steintafel der Stärke 3. Aber wenn ich die alle irgendwann mal kann, dann werde ich ja sowas von aufgepimpt sein. Aber das wird wahrscheinlich noch lange, lange dauern. Okay, da war was am Turme. Das heißt, ich habe ja einen Schlüssel. Erstmal herumgucken bei dem Turme. Okay, alles gut. Und dann werden wir mal mit gezogener Waffe abspeichern. So, mit gezogener Waffe kriege ich die Tür nicht auf. Oh, ist das übel. Die sind alle bestimmt schon gleich dahinter der Tür. Mal gucken. So, umdrehen und weg. Nicht, dass ich den Fehler mache und ausverhalte. Jetzt habe ich natürlich auch wieder keinen. Was macht denn der Vogel da, dieser? Ah, okay, die sind schon sehr gut. Los! Ein paar Schläge. Okay. Das sieht aus. So, du bist wahrscheinlich dieser Freund von... Ja, das ist Aslan. Von dem lasse ich die Finger. Leute, ich weiß es nicht, aber nachher mache ich den kaputt und das will ich aber nicht. Trotzdem gehen wir mal ganz schnell da rein. Was war denn hier alles? Rostiges Schwert. Vergiftet. Starker Skelettkämpfe. Ah, den hat's vorhin. Die beiden hat's vorher. Mit durch das Unwetter. Ach, da oben ist wieder was. Oh, ich höre schon wieder was. Ja, ja. Da ist schon mal seine Quantenfüße zu sehen. Die Quantenfüße speichern. Deswegen versuche ich das mal gleich. Ach, der ist auch schon ein bisschen angeditscht. Okay. Dieser Schrei. Markerschütternd. Oh. Hat's auch ein paar mehr umgenietet. Das Rohstahl oder ein Schwert? Nee, kann ich nichts. Nee. Ach nee, das ist Spinnenbebenzeug. Starker Skelettschwerkämpfer. Starker Skelettschwerkämpfer. Gut, dann müssen wir dann hier hoch. War von der Seite. Ah, sorry, die Kameraführung ist ein bisschen komisch. Ja, vor allem in so engen Räumen. Das wird jetzt ziemlich blöd. Ich werde mal speichern. Wenn ich hier hochkletter und gleich einen auf den Dads kriege, ne? Ja, ich wusste es. Oh. Oh, 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 wer bist denn du? Untoter Elitekrieger, na. Nehmen wir doch mal. Den kriege ich nicht.
macht er denn da für Sichtungen? Ah ja, okay. Ein Kampf mal aus einer ganz anderen Sicht. Ah, sorry, das ist ein bisschen... Immer in die Eier rein hier. Sorry, in die... ins Gemächt. Alter, Zweihänder geschärft. So ist er denn das? Rostiges Schwert geschärft. Da ist nicht zu holen. Ja, ich will an die Leiter, bitte. Okay. So. Und eine Truhe. Und was bist du für... Was heißt, verbirgst du nun Knochen? Ich werde mal speichern. So, Stift gezückt und Truhe anvisieren und mal mit links anfangen. Sicher. Na, Finger fix. So! 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 Ich wusste das nicht. Hier ist der Teleport, den ich gewünscht habe in dieser Folge. Und hier wieder eine schwarze Perle, eine Steintafel des Bogenschützen und 30 Goldbrocken. So, wird das doch gut. Jetzt, wo ich weiß, ich lasse mal den Aslan da zufrieden schmeckern. Wir werden jetzt doch mal wieder zurück nach Uga gehen und mal bei dem Händler die Sachen für den Tabor besorgen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn mein... So, nach Uga geht's mit der 8. Mit der Fluglinie 8. Achtung! Achtung! Ach, ein Glück, ich habe die richtige Klamotte an. Ja, jetzt muss ich mal diesen Händler... Wie hieß der Händler nochmal? Torres? Teres? Tiris? Taros? Taras. So, dann will ich mich mal zu Taras bewegen. Jep, jetzt gehen wir mal hier rein. Und... Hallo, ja. Fremder, warte doch. Was willst du von mir? Mein Name ist Mansur. Ich vermittle Aufträge jeder Art. Aufträge jeder Art? Was heißt das? Nun, was du eben brauchst. Es arbeiten sehr viele Leute für mich. Was für Leute? Naja, Kopfgeldjäger, Sklavenaufseher, Diebe und... Und? Spezialisten, um unliebsame Personen zu beseitigen. Und alles für einen bescheidenen Preis. Also ich habe das im Off, habe ich das betreten und habe natürlich wieder neu eingeladen, damit ihr das sehen könnt, wegen der Spezialisten. Deiner Spezialisten? Ja, was willst du? Führen sie denn auch jeden Auftrag aus? Nun, wenn du nicht gleich einen Schwarzmagier beseitigen willst, können wir darüber reden. Und der Preis? Richtet sich danach, wie angesehen eine Person ist. Mein Auftragsgebiet erstreckt sich aber nur auf Uga und seine nähere Umgebung. Darüber hinaus ist leider nichts möglich. Wenn du also einen Auftrag für mich hast, dann lass es mich wissen. Okay, bis jetzt haben wir noch keinen Auftrag. Jetzt gucken wir mal ins Logbuch rein. Was war denn das für ein Log? Muss man eben durchgucken. Nee, ich konnte leider nichts finden darüber. Aber jetzt müssen wir noch zu Taras. Wo könnte der wohl sein? Na, guck ich mal weiter, wo der ist. Samson, hast du noch was für uns? Für mich? Nein, hat er nicht. Ich suche weiter, ne? Oh, das durfte doch der Ziegenfleischhirte sein, ne? Der Taras. Der ist doch bestimmt wieder in seinem Häuschen. Hier ist ja Leo, sein Gehhilfe. Und da ist er. Trinkt natürlich, wie immer, ne? Ja, das Ziegensymbol. Hey, Taras! Grüß dich! Mal eben wieder die Musik angemacht. So, Taras. Handeln. Was zeig mir deine Ware. Hätte ich mir vorher aufschreiben sollen. Damit ich extra gezielt das mal kaufen kann. Ich schreibe mir das jetzt mal im Off auf. So, also, mein Einkaufszettel: 3 Fässer Wasser. Die habe ich im Inventar. Was brauchen wir noch? 5 Sack Mehl habe ich auch im Inventar. 12 gebratene Ziegenfleisch. Das ist auch klaue, kann keiner lesen. Also 12 gebratene Ziegenfleischkäse, das ist das. Ziegenfleischkäse, Quatsch. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 und einen für mich. So, 5 ganze Ziegenkäse und nicht die angeschnittenen. Oh, herrliche Farben haben die hier. 1, 2, 3, 5 und 1 für mich. So, 5 ganze Ziegen und 5 Eimer oder Flaschen Ziegenmulch. Also Ziegenmilch. 5 Eimer, 5 Eimer Flaschen hat er nicht. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 8 haben wir dann insgesamt, sehe ich gerade rechts. Ja, dann dürfen wir eigentlich alles haben, ne? Ja, das sieht gut aus. Überprüfen wir nochmal das Inventar. Was Wasser und Mehl angeht, also Wasser haben wir 7 und Mehl haben wir 23. Ja, dann können wir ja flugs wieder zurück zu dem Turm. Zu dem alten Turm bei Tabor in Fetzen. Und zwar zu dem Skelettturm. Reicht das? Das wird reichen. Aufpassen, dass mich der Löwe da nicht erwischt. Ich hau mal lieber ab. Ist das da hinten? Ja, das ist da hinten. Okay. Wenn wir mal rennen, nicht laufen. Huhu, Tabor, hier bin ich wieder. Ich habe euren Proviant besorgen können. Sehr gut. Hast du auch alles besorgen können? Ja, ich habe alles mit. Na, dann her mit dem Zeug. Was ist mit meinem Gold? Das hast du dir richtig verdient. Hier, nimm. 1100. Wär's vielleicht interessiert, noch mehr Gold, viel mehr Gold zu bekommen? Warum nicht? Was muss ich dafür tun? Tja, ich weiß nicht, ob du der richtige Mann dafür bist. Sag mir einfach, was ich tun soll. Nun, ich hatte mir vorgenommen, in dieser Jagdsaison viele Fälle nach Hause zu bringen. Doch alleine werden wir das wohl nicht mehr schaffen. Wenn du uns helfen könntest, dann würde ich dir für jedes Fell, das du uns bringst, einen guten Preis geben. Auf jeden Fall mehr, als du im gewöhnlichen Handel dafür bekommst. Nun, was sagst du? Löwen jagen? Kein Problem. Mit Löwen werde ich schon fertig. Wie viel sollen es denn sein? Bravo, das ist die richtige Einstellung. Du bist also doch der richtige Mann dafür. Es gibt doch nur noch mehr. Bring mir, sagen wir mal, 12 Löwenfälle. Aber lass bloß Aslan in Ruhe, falls du ihn finden solltest. Den habe ich gefunden. Ist das etwa auch ein Löwe? Ja, und was für einer. Wegen ihm bin ich eigentlich hauptsächlich hierher gekommen. Er hat hier irgendwo sein Lager, aber bisher habe ich es leider nicht finden können. Er ist ein alter Einzelgänger, der die großen Rudel meidet. Wenn du deine Aufgabe erfüllt hast, werde ich dir mehr über Aslan sagen. Bis dahin aber, lass ihn in Ruhe. Ja. Klar, also 12 Löwenfälle soll ich dir bringen. Ja, und am besten besorgst du mir auch noch 6 Pantherfälle. Und dann kann ich mich voll auf Aslan konzentrieren. Pantherfälle? Wo soll ich denn die aufgreifen? Tja, das weiß er leider auch nicht. Ich weiß nur, dass es in diesem Teil von Varant welche gibt. Und Panther sind im Grunde genauso solche Einzelgänger wie Aslan. Nur selten trifft man sie in größere Zahl an. Aber ich denke schon, dass du auch hier in der Oase welche finden wirst. Das stimmt. Noch was? Oh, er kann mir was Kannst beibringen. Kannst du mir was beibringen? Genau, das habe ich Natürlich. Ich kann dir viel über die Jagd beibringen. Was? Allerdings mache ich das nicht umsonst. Wie viel willst du haben? Das kommt ganz darauf an, was ich dir beibringen soll. Lass uns erstmal abwarten, was da wird. Bring mir mal was bei. Über die Jagd bei. Da muss ich was wir nicht schon kennen. Du weißt schon alles, was ich dir beibringen könnte. Okay, was wir nicht schon können. Ich kann das nicht mehr hören. Gut. Logbuch. Fälle für Löwenjäger. So, Tabo braucht noch 12 Löwen und 6 Pantherfälle. Da wird's bei mir hapern an irgendwas. Dann gucken wir mal ins... ich muss erstmal positionieren, wo die sind. 11 Löwenfälle und 11 Pantherfälle. Also gilt nur noch ein Löwen zu killen. Das machen wir mal eben, ne? Dann gehen wir mal wieder hin zu... hier, irgendwo waren da noch welche. Ach, ich speichere mal ab hier. Denn irgendwo waren doch hier welche.
Ja, ich bin ja hier. Da, hier, da müssten sie sein. Richtig, da sind noch Löwen. Da ist auch noch ein Löwe. Die werde ich mal eben auf fertig killen. Und dann gehen wir zu Aslan. Das Tollste ist ja, man kann die Löwen, während sie schlafen, killen. Ohne dass die anderen wach werden. No? So. Ich bin ja noch im Schleichmodus. Ich wollte einen Ausfallschritt machen. Ja, ja. Also draufhauen, 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 draufhauen. So. Dann looten. Und wir sehen, dass der andere nicht aufgewacht ist. Der dort ist. Okay, den werde ich noch killen und dann gehen wir zu Tabor. Da sind sie, da liegen sie und auf zu Tabor. Ja, der sieht irgendwie cool aus, der Tabor. So, ich habe alle Fälle. Ich habe alle Fälle, die du haben wolltest. Wirklich? Oui. Also 6 Panther und 12 Löwenfälle? Ja. Ja. Wie viel willst du mir dafür geben? Ich gebe dir 200 Goldstücke pro Fell, also insgesamt 2800 Goldstücke. Danke. Klingt gut. Das hat sich gelohnt. Dann mal her mit dem Goldregen. Hier, nimm. So, noch was? Was ist jetzt mit Aslan? Dem wollen wir mal hören, was das für einer ist. Gut, dass meine Intuition gesagt hat, Tiere, die Namen haben, lass die Finger fort. Was ist jetzt mit Aslan? Ah, ich sehe das Gefallen an der Löwenjacke gefunden. Kann schon sein. Was also ist nun mit Aslan? Aslan soll der stärkste Löwe sein, den man in Varant gesehen hat. Ein Prankenhieb von ihm hat schon so manchen Jäger getötet. Er ist ein Einzelgänger, der sich von anderen Löwen absondert. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Aslan zur Strecke zu bringen. Wenn du sein Lager finden solltest, dann komm sofort zu mir. Lass ihn aber ja in Ruhe und versuche nicht, ihn zu töten. Ich allein will ihn bezwingen, hörst du? Ich allein. Ja, ja. Habe ich schon verstanden. Wenn ich mit deiner Hilfe Aslan finden sollte, bekommst du von mir 500 Goldstücke. Ja, ich habe ihn gefunden, aber... Na, da muss ich wahrscheinlich nochmal hin. Da hinten hin, dass wir mal wieder im Schnellverfahren machen. So, zuerst haben wir ja hier ihn in dieser einen Ruine getroffen. Oh, ich höre eine... Da ist er. Da ist Aslan. So, habe ich ihn jetzt? Ja, ist gut. Best Aslan, sehr gut. Geh mal kurz ins Logbuch gucken, während wir rennen. Ich habe am Rand der großen Ort von Uga in den Ruinen einen mächtigen Löwen entdeckt. Am besten lasse ich ihn in Ruhe. Er sieht kräftig aus. Ja, das wissen wir doch jetzt. Und weiter geht's. Hallo. Sorry. Ach ja, ich bin so aufgeregt. Okay. Erfolgt mir nicht. Auch das machen wir wieder mal im Schnellverfahren. Du, Tabor, ich hab deinen Aslan gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ich glaube, ich weiß, wo sich Aslan befindet. Was? Du weißt, wo er ist? Ja. Ein mächtiger Löwe hat sich ganz allein am Ende der Oase in den Ruinen versteckt. Das ist ja ganz bestimmt. Na los, worauf wartest du noch? Los, führe mich zu ihm. Ein Augenblick, Tabor. Was ist mit meiner Belohnung? Die bekommst du erst dann, wenn ich Aslan erlegt habe. Also los jetzt. Na dann komm. Ja. Kommt er denn auch mit? Ja, er kommt mit. Aber wahrscheinlich nicht so schnell. So, und da es ein bisschen knapp in der Zeit ist, möchte ich das noch ganz gerne erledigen. Auch das werde ich dann überspringen, liebe Leute. So, Tabor, hier befinden wir uns schon mal. Und wenn wir aufpassen, wirst du ihn hier finden. Da drin ist der Löwe. Da drin. Ja, das ist Aslan. Sehr gut. Jetzt kann er mir nicht mehr entgehen. Du aber schaust den Kampf am besten von weitem zu. Versteck dich hinter einem Stein oder so. Denn wenn ich einmal im Kampfrausch bin, garantiere ich für nichts. Im Kampfrausch. Das gucken wir uns doch eben an. Im Kampfrausch. Am besten hinter einem Stein oder so. Und dann müssen wir erstmal wissen, wo der Aslan eigentlich ist. Okay, der wird wieder da an der Stelle sein. Richtig, ja. Oh, cool.
So, jetzt gehen wir mal in Zuschauermodus. Usch. Schon wieder so ein Mistvieh. Oh, 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 oh. Er kann sich erstmal nicht entscheiden. Tabor kann sich nicht entscheiden. Aslan, oh, das ist ein Riesenvieh, dieser. Hä? Ja, tut mir leid, liebe Zuschauer. Ich dachte, es würde ein richtig schöner, langer Kampf werden, aber so wie es aussieht, nicht. Aslan können wir jetzt auch mal. Oh, der hat eine alte Münze. Aslans Löwenfell, das ist ja klasse. Ja, das ging ja fix. So, warte, Tabor. Mal. Aslan ist tot. Ja. Na, dann wäre das vorbei. Nicht ganz. Ich bin zu aufgeregt, ihm sein Fell abzuziehen. Ach so. Nimm ihm sein Fell ab und bring es mir. Danach bekommst du deine Belohnung. Na schön, von mir aus. Ja, hier. Warte mal. So, jetzt gib mir endlich sein Fell. Ja. Hm. Nichts da, ich behalte das Fell. Hier hast du Aslans Fell, okay. Hier hast du Aslans Fell. Sehr gut. Und hier hast du dein Gold. Ich gehe jetzt zurück ins Lager. Dieser Jagderfolg muss schließlich gefeiert werden. Ja, genau. Schön. Ich fand's gut. Also, die Folge hat sich auch gelohnt, meiner Meinung nach. Und wenn es für euch auch gelohnt hat, dann könnt ihr das ja mit einem Daumen und einem Kommentar auch bestätigen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss, arrivederci und goodbye.